herzlichen Dank. So gut. Wir dürfen gerne applaudieren. Also eine von den Möglichkeiten, wo wir doch noch irgendwo Kontakt oder kommunizieren können. So fest hat Gott die Welt geliebt, heisst es im Johannesevangelium, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit wir alle zusammen das Leben haben dürfen. Die Liebe vom Vater im Himmel, die Liebe von Gott ist der Antrieb, ist die Quelle, ist die Kraft, wo das in unsere Erde werden lassen hat, was umgesetzt hat, dass Jesus auf die Welt gekommen ist. Und jetzt haben wir heute Morgen oder heute den ganzen Tag den ersten Advent. Wir sind in dieser Weihnachtszeit, die Zeit, wo wir feiern und uns immer wieder in Erinnerung rufen. Der lebendige Gott hat, weil er Liebe ist und voller Liebe für uns Menschen, sein Herz voller Liebe für uns Menschen ist, hat er sich selber geschenkt. Jesus Christus, sein Sohn, hat er geschickt auf die Welt. Und es ist eine grossartige Zeit, dass bahnbrechende Wunder einfach können während mehreren Tagen, mehreren Wochen so zu begehen. Und ich glaube, wir müssen das wieder neu lernen. Man macht es viel zu wenig. Es ist irgendwo Weihnachtszeit und einen Haufen andere Gedanken hat man. Aber etwas ganz Kleines zum Voraus. Zweiklasslehrerin hat den Schüler in der Schule die Aufgabe gegeben, machen eine Zeichnung zu der Weihnachtszeit und ihr könnt auch etwas dazu schreiben. Und so haben die Kinder eifrig gezeichnet und die Lehrerin ist zu einem Kind angegangen und gesehen, sie hat da drei Reiter auf Ross, die so richtig galoppieren, hat das Kind gezeichnet gehabt. Und unten dran schreibt sie, die drei eiligen Könige, Kaspar, Milchohr und Altersheim. Und an einem anderen Pult ist ein Kind gesessen und hat eine Zeichnung gemacht, so klassisch, der Stall, Krippe und Maria, Josef und Esel und noch irgendein Kühli und Strohhaufen. Und gerade bei der Krippe hat es noch so einen Bub gehabt und der hat ein riesiges Meile so gehabt. Die Lehrerin fragt, du, was ist das für eine Person da? Bei dem Stall in Bethlehem. Da sagt das Kind, ja, weißt du das nicht? Das ist der Ovi. Was, der Ovi? Ja, wir singen doch das immer. Ovi lacht. Ja, so. Das sind Kinderfantasien. Oder was man versteht in dieser grossartigen Welt unterschiedlich. Die Liebe vom Vater im Himmel hat ihn dazu bewegt, um sich selber in die Welt zu verschenken. Und die Liebe geht es auch in dieser kurzen Predigtserie bis vor Weihnachten, der Kern des Seins. Der Kern von Gott selber ist, er ist Liebe. Und wenn du und ich mir ein neues Leben bekommen haben von ihm, dann ist der Kern auch von unserem Sein die Liebe. Und wo Jesus gefragt worden ist, was sind die wichtigsten Gebote, hat er ja dann selber gefragt, ja, was sagt ihr? Und einer von den Männern dort hat gesagt, ja, das wichtigste Gebot ist, lieb Gott von ganzem Herzen mit all deiner Kraft und deinem Verstand. Und das Zweite heisst, lieb deinen Nächsten wie dich selber. Also da drin, auch wieder dieser Aussage, Jesus hat gesagt, ja, du hast recht gehabt. Da drin ist das ganze Gesetz enthalten, in diesen Kernsätzen. Lieb Gott, lieb den Nächsten, lieb dich selber. Die Liebe. Die Bibel redet davon, dass Gott die Liebe ist. Und die Bibel redet davon, dass wer ein neuer Mensch ist, der kommt den Geist von Gott selber geschenkt über den Heiligen Geist. Und weil der Heilige Geist auch der Geist von der Liebe ist und er ist der Geist von der Kraft, das ist eigentlich eine kraftvolle Liebe, da ist so viel Power in dieser Liebe. Und so bist du und ich beschenkt mit dem Heiligen Geist und selbstverständlich eben beschenkt mit dieser DNA vom himmlischen Vater, mit dem Herz von ihm, mit der Liebe. Und im Galaterbrief, da finden wir eine Stelle,
was von dieser Frucht vom Geist dreht ist. Wir haben vor der Inhis Präsenzwoche haben wir miteinander die Serie gehabt, was sind deine Superkräfte? So die Gaben, die Geschenke, Kraftwirkungen vom Heiligen Geist, die genauso in unserem Leben sind. Und die Frucht vom Geist ist so ein Zweites oder ein Bada. Und etwas, was ganz wichtig ist, wir können Gaben vom Geist haben, wir können in dieser Kraft unterwegs sein, aber wenn der Kern, die Liebe, zu dem kommen wir noch, wenn das Zweite, die Liebe, die der Geist ist und wirkt, wenn das nicht ist, dann nützt ganz vieles von dieser Kraft nicht. Oder, anders gesagt sogar, die Kraft, die kann gefährlich werden oder die wirkt sich zum Unguten. So sagt der Paulus sogar im Korintherbrief, sagt er mal, ich könnte in allen Sprachen vom Himmel reden, ich könnte prophezeien von morgen bis am Abend und Zeichen und Wunder tun und so weiter und so fort. Könnt alle Auslegungen haben. Aber wenn ich die Liebe nicht habe, dann ist alles nichts wert. So, wenn wir uns in den letzten Wochen beschäftigt haben mit diesen grossartigen Geistesgaben, mit den Superkräften, dann möchten wir jetzt noch den Fokus darauf haben, dass wir eigentlich die Basis oder die Quelle unbedingt richtig haben, damit wir im Geist und Kraft dürfen im Leben unterwegs sein. Und die gleiche Kraft, die der Vater im Himmel, eben weil es eine liebende Kraft ist, eine Liebe ist, bewegt hat, dass er sich selber verschenkt hat, Jesus gebracht hat, ist es die Kraft, die dich und mich verändert und bewegt. Galater 5, Vers 13 und 16, mal so die Verse in dem ganzen Abschnitt, da heisst es, ihr seid zur Freiheit berufen, Geschwisterte. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand fürs Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Und dann übergumpen wir ein paar Versen, das heisst, so lönt der Geist von Gott euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht der Begierde von der sündigen Natur nachgehen. Und dann der Galater 5,22, die Frucht vom Geist aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und der Vers noch heisst, gegen solche Sachen gibt es ja kein Gesetz. So die Frucht, die der Geist wirkt, in dem ganzen Abschnitt von dem Galaterbrief, bringt der Paulus auch die andere Seite, das Fleisch. Das heisst so, das, was das Fleisch bewirkt, oder die Frucht vom Fleisch, und hat eine ganze Auflistung, sind so 12 Sachen. Man könnte mal sagen, die schmutzigen 12. Kennt ihr den Film, da, die dreckigen 7 oder so? Das ist doch nur alter Kriegsfilm, oder? So, da wären die dreckigen 12. Gegenüber der Frucht vom Geist. Sondern einfach so auflistet, und das ist nicht einfach abschliessend, aber mal so thematisch auflistet, was ist das Fleisch? Also anders gesagt, das Fleisch bedeutet, das ist die sündige Natur, die abtrennt ist von Gott. Der Mensch eigentlich, der geschaffen worden ist, im Garten, ein Körper und der lebendige Geist von Gott ist ihm eingehaucht worden. Also Mensch, wie er designt ist, ist Körper und lebendiger Geist von Gott. Und der Paulus, der vom Fleisch redet, dann redet er von eigentlich dem Mensch, der der Körper ist, das Fleisch mit der Seele, aber ohne den lebendigen Geist. Und der hat ganz eine andere Auswirkung. Die DNA ist in dem Sinn defekt und bringt nicht das hervor oder sucht nicht das aus dem Fleisch raus, hat man anders, was uns antreibt, anders, was uns anzieht, wie wir unser Leben füllen wollen. Und die Aussage da in dem Galaterbrief ist, lasst euch vom Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Und so werdet ihr nicht der Begierde von der sündigen Natur nachgehen. Und dann ist es nach dieser Auflistung eben die Frucht vom Geist. Wie sieht die aus, wie fühlt die sich an? Und interessant ist, es ist eigentlich eine Auflistung von 9 verschiedenen Begriffen, aber es ist Einzahl, die Frucht vom Geist. Also es heisst nicht die Früchte des Geistes, sondern die Frucht. Also es ist das, was vorkommt und hat einen Haufen Facetten. Und ich möchte uns heute Morgen einfach einen Schwerpunkt oder einen Gedanken in all dem, was ich sage, mitgeben.
Und wenn du den kannst mitnehmen und dich das irgendwie so als Offenbarung oder als gute, ermutigende Erkenntnis begleitet, dann bin ich happy. Dann ist etwas Gutes gesagt worden in dein Herz, in deinen Geist. Und zwar, wenn man so von der Frucht vom Geist redet oder schon gehört hat oder du liest das in der Bibel, ich denke, das ist für viele nicht unbedingt ein unbekanntes Thema, dann kommt man schnell eigentlich so drauf, okay, Frucht vom Geist, ich muss dafür schauen, dass ich aus meinem Leben eigentlich so die göttliche Lebensweise rausbringe. Also die Frucht vom Geist, also Liebe, ich muss Liebe bringen, ich sollte Freude und Frieden und Langmut. Und das ist alles richtig, aber die Herausforderung ist, dass wir mit dem Fokus ganz schnell eigentlich wieder herausgefordert sind, ich will versuchen, so wie Gott zu leben, Gott ähnlich zu leben. Und das ist nicht gar kein verwerfliches Ansinnen. Aber wir sind eigentlich schon wieder in der Gefahr, dass wir ganz nah dort hingehen, wo auch die Israeliten darunter gelitten haben, unter dem alten Bund, nämlich gottgemäß leben und das Gesetz befolgen. Und ich möchte uns einladen, zuerst, bevor wir nachher sehen, wie aus unserem Leben eigentlich die Frucht vom Geist entsteht, zuerst den Blick darauf zu werfen, es heisst ja, es ist die Frucht vom Geist. Und was machst du mit dieser Frucht? Essen, oder? So die Frucht vom Geist ist da zum Essen. Und wenn es die schmutzigen 12 vorher von Paulus aufgelistet sind, ist es eigentlich das ähnliche Prinzip. Das Fleisch oder die Begierde oder das, was man sich wünscht aus der sündigen Natur, ist eigentlich, was will ich reinziehen? Was will ich essen? Oder was ist für mein Leben? Und da geht es doch, oder? Und nicht im Sinn von, oh, ich überlege mir, wie kann ich möglichst gut haten, dass ich den anderen so die Frucht vom Hass kann weitergeben kann. Nein, sicher nicht. Oder? Sondern geht es doch viel mehr darum, was... Jetzt da mal sehr ich-bezogen, wenn eine Begierde oder eine Lust oder ein Verlangen ist, was komme ich über? Und da darf eigentlich im gleichen Zug bei der Frucht vom Geist, jetzt darfst du mal so richtig Lust und Begierde und Verlangen haben. Das sagt die Bibel auch. Hab Verlangen, hab Sehnsucht, hab Hunger nach dem, was vom Himmel ist. Und da sagt uns die Bibel, die Frucht vom Geist. Und die ist da zum Essen. Schon ganz am Anfang im Garten hat Gott den ersten Menschen, Adam und Eva, gesagt, und dann haben da einen Haufen Bäume und von diesen Früchten sollen sie essen. Und dann gibt es einfach einen von dem essen sie nicht. Aber sie haben die Freiheit gehabt und sie haben ihre Freiheit genützt und haben leider von dem Baum gegessen, wo Gott gesagt hat, der wird euch nicht gut tun. Und so können wir an den Anfangspunkten, den ersten Vers, den wir gelesen haben, zur Freiheit sind wir berufen, oder im gleichen Kapitel noch ganz am Anfang in der ersten Vers heisst, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So die Freiheit, die ist da, um können eben nicht müssen, an einem Verlangen nachzugehen, wo nicht anders geht, sondern eben frei sein. Aber Freiheit bringt einen Haufen eigentlich auch Verantwortung mit sich. Könnte eigentlich auch beängstigend sein. Und der Paulus schreibt da ja nicht nur an Heiden, sondern auch Juden. Und zum Beispiel, gerade wenn es ums Essen geht, er nimmt ja da das Wort Frucht vom Geist als das Bild. Die Juden hatten nicht eine Freiheit gehabt, was essen und was nicht essen. Wer schon mal auf Israel gegangen ist, das ist noch hochspannend, oder? Da darf Fleisch nicht mit Milchprodukten sogar in der gleichen Küche sein oder miteinander verwendet werden. Gewisse Arten von Fleisch werden gar nicht konsumiert und andere Sachen. Und der Petrus hatte dann eine Vision gehabt, wo dann Haufen Tiere in einem Tuch sind, wo für ihn ganz klar unrein war aus dem Gesetz. Und wo dort in der Vision Gott sagt, nimm und iss. Und er sagt, oh, sicher nicht, oder? Und wenn es schon nur ums Essen geht, das ist die Freiheit zum Essen, aber was tut dir gut? Tut nicht alles gleich gut? Da sind hinter ganz vielen von diesen Geboten in der Bibel, jetzt zum Beispiel, wenn es ums Essen geht, das essen nicht, wenn man das anschaut, sind das ganz gute, eigentlich könnte man sagen, Gedanken da dahinter.
die Gott natürlich gut kennt in der Natur und punkto Ernährung, dass dort die ein und andere Sache, die man zu sich nimmt, uns besser tut als anders. Aber grundsätzlich ist eine Freiheit da und jetzt bist du eingeladen und bist du herausgefordert. Von was ist ich? Und da in diesem Text, bei der Frucht vom Geist, da lädt der Paulus die Gemeinde ein, auch Galater, und sagt, hey, statt dass er esst, dass er wieder esst, weil er hat Freiheit, statt dass er wieder esst von der Frucht, die aus einer sündigen Natur kommen und diesen Begierden und diesen Verlangen angehen, heb deinen Hunger und die Frucht vom Geist, nimm die. Gegen diese Sachen, heisst es, gibt es kein Gesetz. Also da gibt es kein Gesetz, dass man das nicht essen soll. Es gibt kein Gesetz, dass man keine Güte essen soll, dass man keine Treue essen soll. Sagen wir es mal so. Und du bist eingeladen, zuallererst, wenn es um die Frucht vom Geist geht, dass in deinen Gedanken ist, oh, Mahlzeit. Frucht vom Geist. Nicht, oh, was muss ich jetzt aus meinem Leben rausbringen, sondern essen. Nimm und iss von all dem, was Gott selber ist. Nimm die Frucht. Nimm sie auf. Verinnerlich sie. Und das, was wir essen, könnte man buchstäblich sagen, zu dem werden wir. Das, was du aufnimmst, das fängst du an zu reflektieren. Das, was du aufnimmst, das, was wir in uns aufnehmen, das verarbeitet sich in unserem ganzen Sein und gemäss dem werden wir. Ja? Und ich habe jetzt den Vers von der Frucht vom Geist aus der Passion Translation auf Deutsch noch übersetzt. Und der bringt den ganzen einen guten Anhaltspunkt, wie es ja eben einzeln ist, die Frucht des Geistes und nicht mehrere. Und das sind so neun Begriffe, wo es eigentlich Beschreibung ist. Die Frucht, die der Heilige Geist in dir hervorbringt, ist göttliche Liebe in all ihren verschiedenen Ausdrucksformen. Doppelpunkt. Also die Frucht vom Geist ist mal Liebe. Gott ist Liebe. Die Liebe ist die Kraft im Universum, wo der Vater im Himmel die Liebe, seine Liebe hat ihn bewegt, Jesus zu bringen. Und so ist die Frucht vom Geist Liebe. Und das ist eine hammermäßige Frucht. Die zu essen, ah, das tut gut. Sich mit der Liebe zu ernähren, mit dieser göttlichen Liebe. Und die verschiedenen Ausdruckformen sind dann Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. In den nächsten zwei Sündungen machen wir so je pro Gottesdienst so ein Vierpäckchen von diesen, sagen wir, Zutaten oder Bestandteilen von dieser Frucht, die wir so genauer anschauen können. Aber mal so zu sehen, okay, das ist die Frucht vom Geist. Selbstverständlich darf man auch sagen, die Frucht vom Heiligen Geist und alles von diesen neun ist eine Frucht. Das ist auch völlig okay, oder? Also wir sind jetzt da nicht kleinlich. Aber etwas Interessantes ist, dass die Frucht vom Geist, die die Liebe ist, und man das so versteht, die sich dann in diesen unterschiedlichen Facetten ausdrückt, ich habe das Bild mitgebracht. Man könnte mal so ein modellhaftes Bild nehmen von einer DNA. Ein DNA-Strang besteht ja aus Aminosäuren. Und da seht ihr, da hat es einen Haufen farbige Pünktchen, die Kügelchen, die Bestandteile. Und jede Farbe steht für einen so einen Aspekt. Gelb ist der Frieden, grün ist die Selbstbeherrschung, blau ist Freundlichkeit. Wähl aus. Ich glaube, ich verstehe, was geht. Oder für die Chemie lieben, ein Molekül, ein chemisches Molekül besteht aus unterschiedlichen Atomen. So die einfachen Moleküle sind zum Beispiel das Wasserstoffatom H2O. Das sind zweimal Wasserstoff und ein Sauerstoff zusammengebunden. Und das gibt ein Molekül und das ist Wasser. So könntest du dir vorstellen, die Liebe besteht aus, und da könnte man, was wollen wir da, F12, L3 für Langmut und so weiter, ja? Okay, H2O, Wasser, OH2,
in Zwilling. Das wäre kein Molekül. Und so ist die Liebe, die Frucht, die aus diesen so vielen guten, wichtigen Bestandteilen besteht. Und wenn wir verstehen, diese DNA, Liebe, ist gepflanzt in dein und mein Herz, in mein Leben, dann sind die Auswirkungen von dieser Liebe mit all diesen unterschiedlichen eben Facetten, die aus unserem Leben dann rauskommen. Aber es braucht es, dass wir mit dieser Liebe zusammen sind, mit der Person von der Liebe, dass wir von dieser Liebe nehmen und essen, buchstäblich essen. Jesus hat sogar gesagt, esset von mir. Und da haben ja viele Leute nicht mehr verstanden, was mit Jesus genau abgeht. Und einer Predigt sagt, ihr müsst von mir essen, mein Blut trinken. Da würde ich sagen, da kann man schon verstehen, dass die einen gefunden haben, die jetzt bräuchten wir eigentlich ein Institut, wo man dem mal hintun könnte. Aber haben sie dort nicht gehabt und dann haben sie sich einfach verwirrt oder wütig abgewendet, heisst es. Sodass Jesus gesagt hat, ja, und zu seinen Jungs und ihr wollen wir auch gehen. Und sie haben gesagt, wo sollen wir hin? Du bist der, der Wort vom ewigen Leben hat. Und so, er ist die Person von der Liebe. Und die Liebe, die kann man buchstäblich aufnehmen, die kann man essen. Das soll die Nahrung sein von dir und mir. Und Liebe essen als die Frucht, die Liebe als Zeitvertrieb. Wie viel Zeit verbringe ich mit so vielen Sachen, die der Alltag bringt? Und wie viel Zeit verbringe ich mit der Person, die Liebe ist? Und bekanntlich ist die Zeit, die man mit Liebe verbringt, die man mit Freunden, mit Menschen verbringt, die ist wertvoll und prägend. Und je mehr man mit gleichen Menschen zusammen ist, umso mehr wird man sich wie auch Ähnliches. Man wird zum Teil zu dem, was anderen auch ist und trägt. Also ich merke das so gut, auch bei uns in der Ehe, Ruth und ich, also da kannst du gar nicht anders, wenn du miteinander zusammen bist. Das wird immer mehr eins. Und eine lustige Beobachtung, die ich auch schon gemacht habe, ich finde, dass teilweise ältere Ehepaar, wenn man die anschaut, hat man das Gefühl, die sind Geschwister. Offensichtlich gibt es sogar im Äußeren eine Veränderung oder eine Angleichung aufeinander. Das ist wirklich noch spannend. Hammermäßig. Also nicht so, dass jetzt die Ehepaar denken, so, ja, also wir sehen jetzt gar nicht gleich aus, also haben wir zu wenig Nähe gehabt, das habe ich nicht gesagt, gell? Habe ich wirklich nicht gesagt. Aber eins ist sicher, die Nähe und die Beziehung und das Zeitverbringen mit dem himmlischen Vater, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, das lässt dich immer mehr so werden wie er. Weil du umgibst dich mit dem Gedanken von der Liebe, wo der Aspekt von Frieden hat, der Aspekt von Langmut, von Geduld, Selbstbeherrschung und so weiter, die nächste Sünde, gehen wir mehr auf das ein. Mein Herz ist heute Morgen das zu deponieren. Frucht vom Geist heisst, essen, aufnehmen, ich ernähre mich. Und ich möchte uns ermutigen, viel von dieser Liebe zu nehmen, viel sich mit der Person von der Liebe zu unterhalten, viel Zeit zu verbringen. Und der Hunger wächst nach dieser Frucht. Und der Hunger nach den anderen Sachen, die das Fleisch gerne möchte, der geht weg. Von dem, was man isst, das ist noch spannend, in der geistlichen Welt ist es so, von dem, was man isst oder wenn man anfängt zu essen, dann kommt der Hunger. Und im Natürlichen ist es ja mehr so, eigentlich, wenn du kaum zu essen hast, dann hast du Hunger, und gegessen hast, dann bist du satt. Im Geistlichen, von dem, was du isst, gibt es immer mehr Hunger. Und so, wenn du merkst, dass du dich immer mit dem falschen Geistlichen ernährst, dann versuch dort mal einfach in einer guten Disziplin umzuschalten und esse mal von dieser guten Frucht vom Geist. Und du wirst merken, dass der Hunger nach der Frucht vom Geist zunimmt und der Hunger nach den anderen Sachen abnimmt. Am Ende von dem Kapitel im Galater 5 heisst dann, wer
jetzt zu Jesus Christus gehört. Der hat seine sündige Natur mit ihren Leidenschaft und Begierden gekreuzigt. Da wir jetzt also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. So, auf Schritt und Tritt von dem guten Geist sich bestimmen lassen, heisst in der Beziehung mit ihm die Liebe, die Frucht von ihm essen und die Frucht, die wir essen, die DNA, die uns geschenkt ist im Heiligen Geist, die fängt an, sich in deinem und in meinem Leben zu äußern. Und dann, ja, dann selbstverständlich, dann bringst du auch grossartige Frucht. Aber erfüllt sie mit dieser Liebe, erfüllt sie mit dieser Kraft vom Heiligen Geist, ist die Hauptvoraussetzung oder ist die Basis, um nachher in der Kraft, in der Geistesgabe unterwegs zu sein. Aber wir brauchen die Power. Und ohne die Kraft vom Heiligen Geist ist das Leben als Christ nicht so, wie es gedacht ist, sondern es ist die Kraft vom Heiligen Geist. Aber es ist die Liebe, die die Quelle ist, was das Herz ist davon. Und die DNA von der Liebe, wo nachher der Friede, die Geduld, die Sanftmut, die Freundlichkeit, die Treue, Selbstbeherrschung als natürlicher Ausfluss aus dem Haus gibt. Es ist ja nicht so, dass ich mir überlege, okay, jetzt versuche ich, Frieden zu haben. Sondern befass dich oder ernähr dich von der Person vom Frieden, dem Heiligen Geist. Und dein Leben wird Frieden ausströmen. Auch über Jesus ist das gesagt worden, gerade auch jetzt in dieser Weihnachtszeit, die Ankündigung, die prophetische Ankündigung von Jesus, dass ein Sohn, ein Kind geboren ist, ein Sohn geschenkt worden ist. Und es heisst, und Frieden auf Erden in den Menschen. Da kommt eigentlich der Aspekt von der Frucht, vom Geist, von der Liebe zum Ausdruck in einem höheren Mass. Auch gerade in der Weihnachtszeit. Wenn in die Menschen ihnen der Frieden geschenkt wird. Und möge die Liebe in dein und mein Leben immer wieder neu ausgossen werden. Dass all die verschiedenen Aspekte und Facetten von der Frucht vom Geist anfangen austreiben und wachsen. Und für dich und mich soll das Erste sein, dass wir uns ernähren von dieser Frucht. Sie ganz und gar in uns übergeht, unser Sein, unser Wesen, ins Wesen vom himmlischen Vater, ins Wesen von Jesus, vom Sohn, ins Wesen vom Heiligen Geist verändert. Und so wie dem Lied, wo mit der Susanne singt, soll das jetzt einfach so als Anwendung das Gebet sein, das wir haben. Und die Liebe aufnehmen, die Frucht vom Geist. In einem Moment einfach miteinander. In der Beziehung. In der Zeit mit ihm. Im Einssein mit ihm. Aufnehmen und uns gewahr werden, was ist der Kern, was ist das Herz von meinem neuen Leben. Es ist die göttliche Liebe. Jesus selber, wo die Liebe ist. Amen.